Moment. Hallo und willkommen zurück zu Dino Crisis. Ja, beim letzten Mal wurden wir ja direkt attackiert von einer neuen Art Raptor. Der sah mir irgendwie nicht ganz normal aus. Ich denke mal, der wurde so ein bisschen genmanipuliert. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wir waren ja hier in dem Raum und haben uns auch noch nicht komplett umgesehen. Lager für wichtige Teile. Ein leises Maschinengeräusch geht von dem Teil aus, der das Gerät steuert. Okay. Diese beiden Geräte scheinen nur Modelle zu sein. Sie haben keinen praktischen Nutzen. Auf dem großen Simulator läuft irgendeine Art Simulation. Okay, also da können wir nichts machen. Teile gleicher Art sind dort gelagert. Die können sicher zu etwas zusammengesetzt werden. Überall liegen Akten auf dem Monitor. Überall liegen Akten. Auf dem Monitor wird ein Plan angezeigt. Ah, da ist ja was. Abgeheftete Notizen. Willst du sie lesen? Ja, sicher doch. Diejenigen, die der Aktivierung des Generators beim heutigen Experiment zum ersten Mal beiwohnen, mögen sich bitte die folgenden Abläufe einprägen. Damit der Generator aktiviert werden kann, müssen diese beiden Geräte bereit sein. Initiator und Stabilisator. Diese Geräte haben die folgende Funktion. Initiator erzeugt die nötige Energie für die erste Reaktion, wenn der Generator aktiviert wird. Stabilisator. Die dritte Energiereaktion benötigt Luft und erzeugt in einer Kettenreaktion Energie. Dieses Gerät dämpft diese Reaktion zu einem gewissen Grad. Sie finden Modelle beider Teile im Schrank in der Mitte. Wenn Sie sie noch nicht gesehen haben, sehen Sie sie sich auf jeden Fall an. Wenn Sie die Zahlen aufteilen, die Sie erhalten, wenn Sie die Kernkomponenten bekommen und ein 0 vor jede Zahl setzen, ergeben Sie die Codes, die Sie benötigen, wenn Sie anderen beiden Schutzteile holen. Achten Sie bitte sehr genau auf die Zahlen der Kernkomponenten. Eieiei. Das klingt ja kompliziert. Die Planungsdisk wird benötigt, um dieses Gerät zu bedienen. Haben wir sowas? Nö. Wir haben nur die Eingabe des W. Ja, die Türe führt leider zu einem Kampf, das weiß ich ja. Weil beim letzten Mal lief die Musik ja noch. Na denn, vielleicht haben wir ja jetzt die Möglichkeit, die andere Tür zu betreten. Aua! Oh, mach heier. Blödes Vieh. In der anderen Seite ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, da können wir nichts machen. Hier war ja auch sonst weiter nichts. Das war ja mit der Stufe A-Karte, ne? Ja. Okay, also ich denke mal, wir müssen jetzt erstmal gucken mit der Disk W, wo wir jetzt was öffnen können. Was natürlich lustig wird mit den ganzen Nervviechern. Gut, der macht jetzt erstmal ein Nickerchen. Zum Zeitgewinn sind die Pfeile an sich gar nicht so schlecht. Und S++, die hauen bestimmt gut rein. Okay.
direkt umdrehen zur Tür. Weil hier haben wir nämlich auch noch ein bisschen was zu erledigen. Wir haben allerdings immer noch keinen Code. Ich denke mal, den werden wir noch kriegen. Einen Steckschlüssel haben wir ja letztes Mal schon gemerkt, den können wir schon mal einsetzen. Dann ist er nämlich auch schon mal benutzt. Et voilà. Eventuell können wir die eine Tür hier benutzen. Ein DDK-Gerät, auf dem ist ein S. Mist. Dann genau die falsche Tür. Ja, tatsächlich speichern wir mal. Allerdings, da die Aufnahme noch läuft, würde ich sagen, nehmen wir den anderen Spielstand. Der nicht ganz so weit ist. Wenn nämlich da was schief gegangen ist, dann habe ich wenigstens noch eine Sicherung. Appelarm, Arschstarken. Tschüss. Jetzt hoffe ich mal, dass sie praktisch steht vor uns, dass wir vorbeikommen. Oh. Naja. Die machen jetzt zumindest erstmal ein Nickerchen. Ein Stecker haben wir aufgesammelt. Sehr schön. Okay, hier brauchen wir einen Stecker. Und da brauchen wir drei Stecker. Eieiei. Die Notfallbox brauchen wir aktuell noch nicht. Solange die zwei Grazien hier ein Nickerchen machen, bin ich erstmal ganz froh. Das heißt nämlich, dass die nicht hinter uns her sind. Wollt ihr mich verarschen? Lass mich los, du blödes Missvieh. Aua. Ich würde ja sagen, wir erledigen die, aber lohnt sich nicht. Wie soll das sein? Oh, nee, Blödsinn. Ich glaube, da sind wir die Buchstaben, die wir auslassen müssen. Wie war das jetzt nochmal? Ist, dass sie einen nicht angreifen, werden wir hier dran stehen. Mir fällt es gerade auch überhaupt nicht mehr ein, wie das war. Gerade mal einfach so ein bisschen am Schauen, was es hier so an Kombination gibt, was rauskommen könnte.
wundert euch nicht, ich bin gerade noch in meinem letzten Video nach. Bevor wir jetzt wieder den Raum suchen mit dem Text. Was eventuell gehen könnte, das würde ich zusammengesetzt kriegen aus den Wörtern. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Was kann das machen? Ist. Oh, ist offen. Weiter, aber schnell. Eingliederungsbüro. Ja. Da liegt doch einer. Ein Stecker aufgesammelt. Da haben wir schon mal zwei. Sehr schön. Obwohl er tot ist, hält er den Transmitter in seiner Hand noch. Immer fest. Okay. Ein Supercomputer zur Steuerung aller der Systeme des Hafens. Okay. Was haben wir denn da? Regina. Ah, er schon wieder. Looks like this door leads to the port. Da sehe ich einen Schlüssel. Das bitte, der soll ich aber brauchen. Sounds like we're not the only ones having problems. I'm glad you're amused. But if that guy gets eaten, we're going to have to retrieve the key from that dinosaur's stomach. You've got to save him. Yep. Die zwei Schlüssel. 0392, okay. Speichern wir mal ab. Die Fortschritte waren ja sehr gut bis jetzt. Na gut, die Spielzeit ist jetzt insgesamt nicht so lange, wie es aussieht. Muss immer noch dran denken, nur mal die ganzen Renderpausen. Ah, kleines Missvieh. Die haben einfach so einen enormen Radius und man ist noch nicht mal so hundertprozentig in der Nähe davon. Trotzdem wird man getroffen. Jetzt geht's ihr besser. Oh. Ja, ich glaube, die große Hauptaufzug ist der hier gemeint. Na toll.
RCS wurde gefressen und jetzt müssen wir gucken, dass wir den Schlüssel wieder kriegen. Oh. Ich kenne die Jurassic Park-Filme, der ist garantiert noch nicht K.O. Also, noch nicht ganz. Er rührt sich nicht, allerdings atmet er sehr langsam. Dachte ich mir doch. Ach, die Tür ist sich nicht bedient, dass sie keinen Strom vom Generator erhält. Juhu. Mist. Der Hauptgenerator funktioniert. Ja, er funktioniert, sieht nicht reparabel aus. Hm. Okay. Unser Kumpel Rex hat leider den Generator fritter gemacht. Das ist schlecht. Stimmt ja, die lief ja auch mit Strom. Mist. Ich glaube, mit dem hier werden wir noch ein bisschen Freude kriegen. Das wird bestimmt noch einen großen Showdown irgendwann geben mit ihm. Ja, Generator läuft nicht, jo, das wissen wir. Ups, falscher Stecker. Der war gemeint. Rot, blau, grün, weiß. Okay. Fertig. Und Saft. Wir haben wieder Strom. Das wird nicht gut ausgehen. Das wird nicht gut ausgehen. Ich habe so ein dummes Gefühl. Der kleine Elektroschock wird ihn wahrscheinlich nur ein bisschen wütend gemacht haben, aber nicht tot. Ich werde mal so ganz vorsichtig an ihn vorbeischleichen, bevor wir die große Tür nehmen und gehe nochmal zu unserem Schrank. Hier brauchten wir 3 Stecker. Mist. Ich glaube nicht, unsere Notfallbox ist leer. Die ist auch leer. Okay, sehr gut. Damit haben wir uns alles geholt, was wir uns holen können. Na dann, zum Aufzug. Ja. Wir speichern relativ oft einfach zur Sicherheit. Und zwar, wenn es dann richtig doof läuft, dass wir dann zumindest mal kurz mal laden können. Ich habe nämlich ein bisschen das Gefühl, dass wir unser Leben später noch brauchen werden. Wenn ich mir unseren Freund hier ansehe. Den großen Bissigen.
Danke für den Schlüssel. Affenschlüssel. Vom Tyrannosaurus völlig zerfetzt. Oh, da hatte ich ja noch was. Eingabe des D aufgesammelt. Wir haben noch eine Eingabe des S. Dafür, dass der T-Rex sich die gekrallt hat, sehen die aber noch relativ gut aus. Ist völlig hin, jetzt ist ausgeschlossen, ihn wieder zu benutzen. Ja. Stecker aufgesammelt, sehr schön. Dann können wir uns nämlich die nächste Waffenkiste krallen. Wir haben Eingang des D W komplett benutzt. Das heißt, da hinten durch die Tür kommen wir so noch nicht. Wenn ich mich nicht irre. Ich bin gerade am überlegen. Bin ich gerade noch ein bisschen unsicher. Wir wollen auf jeden Fall nicht hier vorne die Waffenkiste benutzen. Sondern erst die weiter hinten. Weil sonst müssen wir jedes Mal hier zu der Kiste zurückrennen. Ne, hier in dem Raum war ja sonst weiter nichts mehr. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Sorry dafür. Stelle war auch sonst weiter nichts, was wir nutzen konnten. Das waren ja nur die Tür mit dem Kurzstufe A. Obwohl, nein, wir können hier weiter. Ganz ehrlich, ich mach die Tür wieder zu. Gefällt mir nämlich nicht, dass der Dicke da kommt. Gegenstand aufnehmen. Granate? Granaten sind gut. Granaten will ich. Mehr davon. Moment. Geht sofort weiter. Mal eben ganz kurz was stumm schalten, weil sonst kriege ich hier die ganze Zeit Benachrichtigung. Sorry. Im Regal sind Öl und Ersatzteile. Noch ein Stecker. Krieg ich da noch mehr? Ach, Öl und Ersatzteile. Okay, sind versiegelt. Schon so, dass sie nicht von Feuchtigkeit beschädigt werden können.
Dort sind versiegelte Behälter. Bla bla bla. Das hatten wir schon. Oh, noch ein Stecker. Schön. Viele Stecker. Stecker sind gut. Ich muss aber ganz kurz mal gucken. Und zwar, wie weit unsere Aufnahmezeit wieder ist. Bevor das wieder eine Überlänge wird. Ja, komm. Machen wir hier erstmal einen Cut. Wir haben uns ja hier richtig gut ausgestattet. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Dann wieder danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.